Hallo und herzlich willkommen bei meinem Kanal, auf meinem Kanal mehr Sachen. Dieses ist nur ein kleines Informationsvideo. Ich möchte euch als Community aufrufen. Ich habe hier einen App-Player für den Computer, der nennt sich da, BlueStack. Und da kann ich mir zahlreiche Spiele runterladen, die ich gerne möchte. Man sieht hier, man hat auf dem Computer Zugriff auf den kompletten App Store. Und ich möchte euch als Community aufrufen, schreibt mir in die Kommentare, welche Spiele ihr nach der Meinung nach ich mal beim Play Store antesten solle. So, ich habe selber zahlreiche Spiele schon gespielt. Davon zahlreiche habe ich keinen Bock drauf und so. Ich selber spiele hauptsächlich, das kann ich jetzt, hat man hier die ganzen Spiele, die ich spiele, das WhatsApp mal bitte zu ignorieren. Ich kann euch auch wirklich empfehlen, ihr könnt bei BlueStack auch WhatsApp installieren, ne? Ich habe es jetzt noch nicht activated, aber es geht. Der scheiß Werbungsdreck nicht immer wäre. Das nervt. Aber für 20 Euro im Monat tue ich das ganz bestimmt nicht updaten. Hab ich keinen Bock drauf. So, also ich kann ganz normal WhatsApp installieren auf meinem Computer. Ganz normal, so wie man es halt beim Handy kennt. So, das wollte ich jetzt bloß mal was gezeigt haben. So, ich spiele hauptsächlich zurzeit Simpsons, Futurama, Zombie, Dingsbums, Chefkoch und mein Kaffee. Ich kann es euch auch empfehlen, wer das Spiel auch gerne mal spielen möchte. Kann ich mal ganz kurz ins Spiel rein switchen, wenn es gerade klappt und ich gerade kein Update brauche. Nehme ich das doch gerade mal wahr. So. Was ist hier los? Okay. Moment. Kurz Tipp. Gehe ich mal auf meine Stadt. Meine eigene Stadt, muss man wirklich sagen dazu. Es ist aktuell, sind öfter Fahrplätze frei. Es werden auch einige weiter rausfliegen. Cool. Ich bin hier schon zu finden. Cool, ich bin in meiner eigenen Stadt zu finden. Ihr müsstet dann halt gucken, ob gerade Platz frei ist. Aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch unter diesen Namen, der hier oben steht, Kurt Seider, könnt ihr euch gerne in meine Stadt einloggen ab Level 5. Sucht sie. Tut mich reinschmeißen, ihr könnt mit mir da chatten, wenn ihr Lust habt, innerhalb des Accounts. Also, wer gerne möchte, kann gerne machen. So, also, war jetzt so ein Tipp von mir. Ich werde den MyCafé jetzt wieder verlassen. Wer gerne möchte, kann das gerne tun. So. Autorennspiele und so funktionieren irgendwie aus mysteriösen Gründen gerade nicht bei BlueStack, warum auch immer, ich weiß es nicht. Müsste ich mal gucken, woran das scheitert. Also, wenn jetzt irgendwelche Ideen bestehen, dann bitte ich drum, dass ihr das mal mir sagt. Den Download-Link zu BlueStack 2. Also es gibt ja insgesamt 3 Generationen, ich nehme gerne die 2, weil die 3 ist rein Touchscreen. Und ich besitze leider keinen Touchscreen-Monitor. Und du kannst den Herbst schon wieder? Deshalb halt die 2. Kann ich gerne unten als Download-Link reinschreiben, mal in eine Dings, wenn ihr das gerne möchtet. Genauso kann ich auch mal Spiele vorstellen. Jetzt muss ich kurz auf meinen anderen Schirm switchen, die sich aus dem Microsoft Store sich befinden. Ich würde ja gerne auch den Apple Store abdecken, aber leider, ich besitze keinen Mac. Tut mir leid, aber ich besitze keinen. Ich werde auch keinen besitzen. Ich kann hier gerne Tipps geben, was ich da mal anspielen soll. Außer Liga kostenlos. Aber wichtig, ihr könnt mir alle
Vorschläge geben. Ich tue auch Programme mal antesten, wenn ihr das gerne möchtet. Wenn ihr zum Beispiel Ideen habt, wie zum Beispiel, ja, XYZ zum Beispiel, ich hoffe, ich habe jetzt gerade kein Blödsinn im Hintergrund offen. Ach nee, es öffnet sich auf einer anderen Seite, cool. Auf einem anderen Bildschirm. Moment, nee, Leute. Wenn ihr der Meinung seid, ich sollte vielleicht bei, Browser Games mal testen, Scheiße. Moment. Ach Gott, ich hab mal gesagt. Sinnlos. Moment. Spiele hat mich verschrieben, braucht ihr mich nicht sagen und auch nicht Dings rein. Kostenlose Spiele downloaden zum Beispiel. Wenn ihr da die irgendwelche Spiele habt, die ich da mal spielen soll, scheut euch nicht, mir mal irgendeinen Link unten reinzuschmeißen in die Playlist, in die Beschreibung. Also ich würde ohne Probleme jedes Spiel nutzen und jedes Spiel halt mal runterladen, eine Folge dazu machen oder keine Ahnung. Müsstet ihr halt dann wissen, was ihr gerne möchtet oder was ich halt gerne mal machen soll. Solange wie ich halt keine Informationen habe, welche Spiele ihr gerne haben möchtet von mir oder sehen möchtet, sind es einfach nur irgendwelche Random Games, was ich da so downloade und mal loslege. Deshalb, das spielt scheiße bei solchen Sachen. Deshalb sage ich auch, gebt mir einfach den Tipp und den Rat. Ich werde das dann machen. Welches Spiel auch immer ihr gerne haben möchtet. Oder welches Spiel euch mal interessiert oder so. Ich kann es dann gerne mal anzocken. Oder so. Es können auch Steam-Spiele sein. Es kommt halt nur drauf an, was für Steam-Spiele. Weil ohne Steam-Spiel will ich mir auch nicht tun. Also es müsste dann schon halt, also ich bin nicht so verrückt wie manche andere YouTuber, die jetzt bloß weil die Zuschauer es gerne haben möchten, hunderte Euro runterladen, für irgendein 100 von Euro ausgeben, um irgendein Spiel zu downloaden. Nee, so bin ich leider nicht. Muss ich leider Gottes schon dagegen springen, mache ich nicht. Minetest. Sieht aber aus wie Minecraft. Egal. Kann man mal drauf krachen, mal sehen, was rauskommt. Sieht zumindest mal eine ganze Latte anders aus. So, und ja. Damit würde ich mich dann auch von dieser Folge verabschieden. Ich habe gesagt, was ich in dem Informationsvideo gerne sagen möchte. Und ja. Damit sage ich jetzt offiziell Ciao und ihr seid gefragt, was soll ich aufnehmen? Jeder Kommentar zählt. Auch dieses Video sind Daumen hoch nicht ganz so wichtig. Diese Folge macht, wenn ihr Lust habt. Und ja, damit war es das und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und man sieht sich vielleicht die nächsten Tage wieder bei YouTube, denn mir fällt völlig der Plan, was ich aufnehmen soll. Komplett. In dieser Folge. In diesem Sinne wünsche ich euch einfach einen schönen Tag, schönen Nachmittag, schönen Abend oder eine gute Nacht. Ist mir relativ egal, was ihr macht. Und
damit verabschiede ich mich mit diesem kleinen Video, um mich mal wieder zu melden, dass auch jeder weiß, dass ich noch lebe. Ciao und auf Wiedersehen.